Hallo und willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ja, hier geht es ganz schön ab. Hier scheint ein ziemlicher Tumult zu sein. Aber wir schauen erstmal ganz gechillt in unseren Charakterbogen, da wir einen Talentpunkt bekommen haben. Die Frage ist jetzt, nehmen wir aufziehender Sturm? Oder nehmen wir es mal den Stromleiter? Ich denke mal, wir nehmen erstmal den Stromleiter, da der unseren Schaden erhöht. Und das klingt immer gut. So. Dann werden wir mal schauen, was da vorne los ist. Euresgleichen hat ihre Heiligkeit getötet. Alles Lüge. Euresgleichen hat sie sterben lassen. Halt dein Maul, Magier. Es reicht jetzt. Hauptmann. Das ist nicht mein Titel. Wir sind keine Templer mehr. Wir sind alle Teil der Inquisition. Und was genau heißt das? Ihr schon wieder, Kanzler? Habt ihr nicht schon genug angerichtet? Ich frage mich, Kommandant, ob eure Inquisition und ihr Herold die Ordnung wie versprochen wiederherstellen werden. Natürlich fragt ihr euch das. Zurück an die Arbeit, ihr alle. Okay. Ich würde mal sagen, wir reden mal mit Kallen, was hier los war. Als wäre es nicht genug, dass sich Magier und Templer bekriegen. Jetzt bezichtigen sie sich gegenseitig, am Tod der Göttlichen schuld zu sein. Deshalb brauchen wir eine richtige Autorität, die sie zur Besinnung bringt. Etwa euch? Zweitklassige Kleriker, die nicht wichtig genug waren, um am Konklave teilzunehmen? Wer dann? Die aufrührerische Inquisition und ihr sogenannter Herold Andrastes? Wohl kaum. Hätte die richtige Autorität nicht auf ganzer Linie versagt, wäre das Konklave nicht nötig gewesen. Dann schlagt ihr vor, dass ich der Kirche die Schuld an allem gebe und einem Mörder huldige? Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Die hilft uns nicht, hier und jetzt die Ordnung wiederherzustellen. Es wird keine Ordnung geben, solange diese Rebellion weiter gären darf. Warum gestattet ihr dem Kanzler gleich nochmal zu bleiben? Euer Templer weiß offenbar, wo er die Grenze zu ziehen hat. Er ist harmlos. Es macht keinen Sinn, ihn zum Märtyrer zu machen, nur weil er große Worte schwingt. Allerdings ist der Kanzler ein guter Gradmesser dafür, was uns in Val Royeaux erwartet. Magier und Templer bekämpfen sich, obwohl wir nicht wissen, was im Tempel der Heiligen Asche wirklich passiert ist. Genau deshalb sollten wir die ganze Angelegenheit einer neuen Göttlichen überlassen. Falls ihr unschuldig seid, wird die Kirche das feststellen. Oder froh sein, einen Sündenbock zu haben. Denkt ihr, dass sich niemand um die Wahrheit schert? Wir trauern alle um Justinia. Aber ihr wärt nicht traurig, wenn der Herold Andrastes diskret unter den Teppich gekehrt würde. Lasst niemanden rebellieren, während wir weg sind. Diese Mauern werden auch bei eurer Rückkehr noch stehen, hoffe ich. Okay. Ja, wir sollten ja nach Val Royeaux. Aber ich würde mal sagen, wir reden mal eben kurz hier mit Mutter Giselle. Ich habe Gerüchte gehört. Es gibt... Ich grüße euch, Herold Andrastes. Wie steht es um eure Bemühungen, die Bresche zu schließen? Nicht so, wie es sollte. Wie können sich die Leute angesichts der Bresche nur auf Banalitäten stürzen? Wir neigen dazu, dem Irrglauben zu verfallen, weltliche Angelegenheiten würden in schwierigen Zeiten in den Hintergrund treten. Der Gesang des Lichts erwähnt weder die Versorgung von Truppen, noch die Einberufung von Versammlungen und andere alltägliche Dinge. Aber vor jedem organisatorischen Problem, mit dem ihr euch befasst, stand einst auch Andraste selbst. All diese Trivialitäten sind Stufen auf eurem Weg zum Sieg, obwohl die Geschichte sich ihrer nicht erinnern wird. Ich danke euch für diese Erkenntnis, Mutter Giselle. Möge sie euch von Nutzen sein. Ihr beschreitet einen schwierigen Weg,
und es gibt wenig genug, das ich für euch tun kann. Ich für meinen Teil kann nur beten, dass diese Inquisition weniger brutal ist als ihre Vorgängerin. Wisst ihr, wen die obersten Klerikerinnen zur nächsten Göttlichen wählen werden? Das ist eine schwierige Entscheidung. Alle naheliegenden Kandidatinnen sind mit der göttlichen Justinia beim Konklave gestorben. Die obersten Klerikerinnen fürchten die Inquisition. Sie werden nicht schnell entscheiden und ich fürchte, ihre Entscheidung wird nicht weise sein. Wer auch immer gewählt wird, braucht die Unterstützung der Inquisition. Niemand sonst scheint in der Lage zu sein, die Bresche zu schließen. Kann ich euch oder euren Leuten irgendwie helfen? Meine Heiler brauchen mehr Vorräte. Wir haben angesichts der vielen Verwundeten kaum noch das Nötigste. Zeigt diese Liste Quartiermeisterin Thren. Sie kann uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Es ist nur eine kleine Gefälligkeit. Doch sie würde meinen Heilern erlauben, viele Leben zu retten. Lebt wohl. Lebt wohl. Okay. Also haben wir gleich auch eine neue Quest bekommen und dann gehen wir mal in den Ratsraum. So, wir haben einen Inquisitionsboni gekriegt. Hattet ihr irgendwelche Probleme mit ihnen? Nicht im geringsten. Und zwar können wir damit also einen Punkt in diese drei verschiedenen Unterkategorien verteilen. Also einmal Truppen, können ja mal reingucken. Können wir hier zum Beispiel Kenntnis der Unterwelt erforschen oder ich weiß nicht, wie man das erste Wort ausspricht. Was ist denn hier zum Beispiel? Eine eingehende Studie der Unterweltgeflogenheiten und ihres ebenso grausamen wie nützlichen Einsatzes. Eröffnet neue Dialogoptionen in Bezug auf kriminelle Aktivitäten und gewährt plus 50% EP für jeden freigeschalteten Codex-Eintrag. Oder eine von einem orlesianischen Schwertmeister entwickelte Methodik, die von Chevaliers genutzt wird, um ihre Leistungen im Kampf zu analysieren. Erhöht die bei der Eliminierung von Gegnern gewonnenen EP um 5%. So, das haben wir also bei Truppen. Bei Geheimnisse haben wir Arkanes Wissen, eine eingehende Studie der Magie sowie der Orte und Kreaturen, die mit ihr interagieren. Eröffnet neue Dialogoptionen in Bezug auf das Nichts und arkane Studien, gewährt plus 50% EP für jeden freigeschalteten Codex-Eintrag. Oder perfekte Steckklinge. Steckklinge oder Stechklinge? Und die haben das Haar vergessen? Steckklinge. Ach so, das heißt Steckling. Ja, gut, einfach nicht beachten. Umfassende Studien zeigen, wie man bei der Pflanzenernte den größtmöglichen Ertrag erzielt. Gewährt bei jeder Ernte eine 10% Chance, zusätzlich Pflanzen zu erhalten. Oder Adlerauge, eine Ausbildung, um abweichende Muster in der Natur oder Zivilisation zu erkennen, gewährt eine deutliche Erhöhung der Entdeckungsreichweite bei Suchaktionen. Oder unerfahrene Kräuterkundler. Du erhältst eine Auswahl von Pflanzen der Stufe 1. So, dann haben wir noch... Achso, ich sehe gerade, das sind vier Kategorien. Okay, gucken wir mal bei Beziehungen. Adelswissen. Eine eingehende Studie der Politik und Rhetorik sowie jener, die diese am besten zu nutzen wissen. Eröffnet neue Dialogoptionen in Bezug auf den Adel und Politik. Gewährt 50% mehr EP für jeden freigeschalteten Codex-Eintrag. Oder makelloser Ruf. Dank einiger Bekanntschaften in den richtigen Positionen und eines sorgsam aufgebauten Rufs bezahlen Händler 10% mehr für Gegenstände, die ihnen die Inquisition verkauft. Oder eine Hand wäscht die andere. Dank zahlreicher Kontakte unter Handwerkern, Lieferanten und adeligen Gönnern geben Händler der Inquisition 10% mehr Rabatt auf ihre Waren. Seltene Bestände. Einkäufer der Inquisition können deren Ruf nutzen,
um eine Lieferung ebenso seltener wie wertvoller Rohmaterialien für das Handwerk zu erwerben. Okay, und Inquisition. Dann haben wir geschichtliches Wissen, eine eingehende Studie der Vergangenheit von Thedas eröffnet neue Dialogoptionen in Bezug auf Geschichte und die Kirche. Gewährt einen zusätzlichen EP-Bonus auf, ja, Kodex-Eintrag, ist klar, antivanisches Schneiderhandwerk. Die antivanischen Schneider sind berühmt für ihre Fähigkeiten, versteckte Taschen in Kleidungsstücke einzunähen. Ein paar Worte gegenüber den Freunden der Inquisition im Norden genügen, damit ihre Truppen auf Einsätzen mehr Gegenstände bei sich tragen können. Erhöht die Inventarkapazität um 15. Hartglasfläschchen. Bessere Techniken bei der Glasherstellung ermöglichen die Fertigung widerstandsfähiger Fläschchen, wodurch mehr Tränke gleichzeitig gefahrlos mitgeführt werden können. Verleiht jedem Gruppenmitglied ein weiteres Trankfeld. Okay. Ich wäre dafür, dass wir erstmal das hier nehmen. Da kriegen wir nämlich 5% mehr EP. Ich denke mal, das ist für den Anfang ganz gut, damit wir schneller aufsteigen in unserer Stufe. So, wir schauen mal einmal hier nach den Berichten, die wir noch bekommen haben. Okay, das sind noch zwei Gebiete. Geld beschaffen, das können wir auch mal machen. Wer hat denn da das? Okay, dann schicken wir mal Josephine. Und Olé, genau, da ist die Hauptquest. In Val Royaux an die Kirche wenden. So, wie viel steht denn hier? Okay, das ist nicht viel. Stufe 4 bis 7. Das müsste ja bei uns genau reinpassen. Die verbliebenen Klerikerinnen der Kirche haben die Inquisition zu Ketzern erklärt. Jegliche Versuche, Verbündete für den Kampf gegen die Bresche zu gewinnen, sind gescheitert. Und wir könnten im Moment nicht einmal einen Fuß in die Hauptstadt setzen, ohne festgenommen oder von einer wütenden Menge angegriffen zu werden. Wir müssen die Kirche davon überzeugen, uns Zugang zur Stadt zu gewähren, damit wir ihr beweisen können, dass der Herold Andrastes nicht das Monster ist, für das ihn die Klerikerin halten. Ja, das machen wir doch mal. Ihr wollt euch selbst an die Klerikerinnen wenden? Das ist keine schlechte Idee. Das kann nicht euer Ernst sein. Mutter Giselle hat recht. Im Augenblick ist die einzige Stärke der Kirche ihre Geschlossenheit. Und die Gefahr für den Herold sollen wir ignorieren? Fragen wir ihn. Was sollen sie schon tun? Sie reden doch nur. Unterschätzt die Macht ihrer Worte nicht. Ein wütender Mob bringt euch ebenso schnell zu Fall wie eine Klinge. Ich werde ihn begleiten. Mutter Giselle sagte, sie könnte uns einige Namen nennen. Benutzt sie. Aber wieso? Das ist doch nur... Haben wir eine andere Wahl, Iliana? Im Moment können wir niemanden bitten, uns mit der Bresche zu helfen. Nutzt unseren Einfluss, um die Klerikerin zu versammeln. Sobald sie bereit sind, stehen wir das gemeinsam durch. So. Genau. Das können wir jetzt bestätigen. Und dann geht es, glaube ich, jetzt auf nach Val Royaux. Das nur so eine Stadt ist. Also das ist jetzt kein riesiges Gebiet oder sowas. Sondern das ist halt einfach nur eine Stadt, wo teilweise dann dann verschiedene Quests sozusagen ausgeführt werden, die eher so einen diplomatischen Hintergrund haben. Aber irgendwie finde ich das bezüglich der Diplomatie hier wirklich cool gemacht in Inquisition. Weil das irgendwie einem das Gefühl gibt, dass man wirklich mitreden kann. Und nicht nur irgendwie so ein Stellpüppchen ist, so von anderen. Die Stadt trauert noch.
Sie scheinen alle zu wissen, wer wir sind, Sucherin. Eure Beobachtungsgabe beeindruckt mich immer wieder, Varric. My Lord Herold. Ihr gehört zu Lilianas Leuten. Was habt ihr herausgefunden? Die Kirchenmütter erwarten euch, aber auch jede Menge Templer. Hier sind Templer? Die Leute scheinen zu glauben, die Templer beschützen sie vor der Inquisition. Sie sammeln sich auf der anderen Seite des Marktplatzes. Ich denke, dort wollen die Templer sich mit euch treffen. Dann haben wir wohl keine Wahl. Okay. Sie wollen die Leute beschützen. Vor uns? Kehrt nach Haven zurück. Ey. Jemand muss sie informieren, falls wir aufgehalten werden. Wie ihr wünscht, my lady. Das war ein bisschen schnell. So schnell konnte ich jetzt nicht auf das antworten, was Cassandra da gerade gesagt hat. Wir sammeln mal hier diese ganzen Dinger ein. Weil so kriegen wir noch ein paar Codex-EP. Ich sehe gerade, dass unsere Begleiter auch Stufe aufgestiegen sind. Dann gehen wir denen auch mal direkt Punkte. Ich würde sagen, wir geben ihm mal, dass er sich schneller bewegt. Oh, okay. Das können wir noch nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich doch das Tod von oben zuerst nehmen. So, dann Solus, der kann Regeneration oder Damage. Ich würde sagen, nehmen wir erstmal Regeneration. So, und dann noch einmal Cassandra. Schaden von vorne wird verringert. Das ist ganz gut, dann nehmen wir das. Genau. Okay. Jetzt schauen wir mal, was hier so los ist. Seid auf der Hut, Wachen. Die Inquisition ist hier. Oh, Moment, mit dem hier können wir reden. Diese Inquisition ist eine Irrlehre. Daran besteht gar kein Zweifel. Ach so. Gut, das wollte der uns wohl nur mal so mitteilen. Alles klar. Haben wir zur Kenntnis genommen. Gute Leute von Val-Royo. Hört mich an. Gemeinsam trauern wir um unsere Göttliche. Um ihr naives und wunderbares Herz, das durch Verrat zum Schweigen gebracht wurde. Ihr fragt euch, was mit ihrem Mörder geschehen wird. Nun, ich werde es euch sagen. Seht ihn euch an, den sogenannten Herold Andrastes, der sich anmaßt, sich zu erheben, wo unsere Göttliche fiel. Wir sagen, er ist ein falscher Prophet. Der Erbauer würde in der Stunde unserer größten Not niemals einen Magier schicken. Und ihr wisst alles, was der Erbauer gebietet? Seht zum Himmel hinauf. Ich allein habe die Bresche überlebt und ich kann sie schließen. Das stimmt. Die Inquisition will diesen Wahnsinn nur beenden, bevor es zu spät ist. Das ist es längst. Die Templer sind zur Kirche zurückgekehrt. Sie werden sich dieser Inquisition stellen, damit die Leute wieder in Sicherheit sind. Oh!
Ganz ruhig. Sie ist unter unserer Würde. Wolltet ihr mich mit eurer kleinen Darbietung beeindrucken? Ganz im Gegenteil. Sie war gar nicht für euch gedacht. Lord Sucher Lucius, wir müssen dringend mit euch... Ihr haltet den Mund. Lord Sucher? Ihr habt eine Ketzerbewegung begründet und eine Marionette zu Andraste des Propheten erhoben. Ihr solltet euch schämen. Alle solltet ihr euch schämen. Die Templer haben niemanden im Stich gelassen, als sie die Kirche verließen, um die Magier auszumerzen. Ihr seid es, die versagt haben. Ihr, die ihr unsere rechtschaffenden Schwerter mit Furcht und Zweifel straft. Wenn ihr hier seid, um der Kirche zu gefallen, kommt ihr zu spät. Das einzige Schicksal, das hier Respekt verlangt, ist das meine. Und was, wenn ich tatsächlich der Herold Andrastes bin? Ein Magier soll unser heiliger Erlöser sein? Macht euch nicht lächerlich. Ihr habt nichts. Keinen Einfluss, keine Macht und ganz gewiss keine heilige Bestimmung. Aber Lord Sucher, was, wenn er wirklich vom Erbauer geschickt wurde? Was, wenn... Ihr seid zu höheren Berufen. Stellt keine Fragen. Ich werde den Templerorden zu einer Macht formen, die sich alleine gegen das Chaos stellt. Wir verdienen Anerkennung. Unabhängigkeit. Ihr habt mir gar nichts gezeigt. Und die Inquisition? Weniger als nichts. Templer, Valroajo ist unseres Schutzes nicht würdig. Wir ziehen ab. Sympathischer Bursche, was? Hat Lord Sucher Lucius den Verstand verloren? Kennt ihr ihn gut? Er führt die Sucher der Wahrheit seit Lord Sucher Lemberts Tod vor 2 Jahren an. Er war immer ein vernünftiger Mann, nicht übermäßig ehrgeizig und ganz gewiss kein Selbstdarsteller. Das ist alles sehr bizarr. Glücklicherweise sind die Templer nicht unsere einzige Hoffnung. Ich würde sie noch nicht abschreiben. Es muss im Orden doch Leute geben, die erkennen, was aus ihm geworden ist. So oder so. Wir sollten zuerst nach Haven zurückkehren und die anderen informieren. Genau. Und das... Ach, Moment, hier ist eine Quest. Was oh. Ist das? Ein Pfeil mit einer Botschaft? Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Okay. Geheimnisvoller Pfeil. Okay. Aber wir haben ja noch eine Quest. Das schauen wir mal einmal noch kurz. Ich denke, dieser Bote... Ihr seid der Herold Andrastes, nicht wahr? Ich habe hier eine Einladung für euch. Einladung. Erste Zauberin, Verzauberin Vivienne, ihr seid hiermit herzlich zu meinem Empfang im Château des Herzogs Bastien de Gislain oder so einladen. Ah, da ist ein Schreibfehler. Mit vorzüglichem Gruß Vivienne de Fer, erste Verzauberin von Montsimar, Verzauberin am kaiserlichen Hof. Interessant. Okay, und weiter geht es dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und bis bald. Ciao.